ihr Lieben und herzlich willkommen. Ich bin Babsi von Babsis Bastelwerkstatt und ich freue mich, dass ihr heute wieder dabei seid. Ich habe euch im letzten Video eine Karte gezeigt, die ihr zum Beispiel super für Geburtstage oder für Muttertage verwenden könnt. Und dazu gibt es heute die passende Verpackung für Blümchen oder für kleine Goodies, Snacks, Süßigkeiten. Ich zeige euch heute nämlich zwei Taschenverpackungen in zwei verschiedenen Größen. Einmal die große Tüte, das ist diese hier, oder die große Tasche, in die ihr super so schöne Blümchen reinbekommt. Und der Grund, warum ich diese Tasche gebastelt habe, ist eben auch so eine Blumenverpackung. Also ich zeige es euch mal kurz, die große Variante. Einmal ohne Inhalt die gleiche Größe nochmal, bisschen anders dekoriert. Ich habe es hier mit Bändern gemacht. Ich zeige euch aber im Video auch die Möglichkeit, wie ihr das Ganze in kleiner machen könnt und zum Beispiel auch mit Tonpapier-Henkelchen für eure Tasche. Das ist jetzt so die kleinere Version mit zwei verschiedenen Blümchen. Ich habe jetzt nicht ganz voll gemacht, ihr könnt natürlich noch richtig was reinpacken. Ich habe es jetzt ein bisschen aufgeteilt auf beide Taschen. Das ist eben die Tasche, die wir jetzt auch noch zusammen machen. Und unterschiedlich dekoriert. Und diese Verpackung würde jetzt zum Beispiel super zu dieser Karte, die ich euch im letzten Video gezeigt habe, passen. Wenn ihr das als Geburtstagsset verwenden wollt oder wenn ihr das als Muttertagspräsent überreichen wollt, wäre das hier diese besondere Karte dazu. Die kann man einfach so schön aufklappen und hat dann eine schöne Kombinationsmöglichkeit. Würde natürlich auch natürlich zur großen Verpackung schön passen. Das Video für diese Karte, also das wäre jetzt eher so diese rosane Fraktion, das verlinke ich euch, das Kartenvideo hier oben unter dem weißen i. Wenn ihr das noch nicht gesehen habt und noch nachbasteln wollt, diese schöne Klappkarte, dann schaut da gerne vorbei. Genau, und wir machen heute im Video, wie gesagt, einmal die kleinere Variante von dieser Box und danach auch noch die große Variante. Und die Inspirationsquelle zu dieser Verpackung ist tatsächlich auch so eine Blumenbox oder Blumentasche. Vielleicht habt ihr das auch schon mal bekommen oder irgendwo gekauft oder gesehen. Diese Tasche habe ich bekommen mit diesen Blümchen innen drinnen und habe mir gedacht, wow, die ist toll. Wie kann man das denn so basteln, dass das nach oben breiter wird und oben so schön abgerundet ist? Und dann habe ich da ein bisschen rumgetüffelt und es sind diese beiden Größen entstanden. Die erste Variante, die wir machen, ist eben die kleine Box. Die ist auch schön gerundet oben. Nicht ganz so stark wie jetzt die große, aber hat auch eine kleine Rundung da. Und die ist unten und oben gleich breit. Das ist also so die leichtere Variante, die ist schneller gemacht und ein bisschen einfacher oder fast viel einfacher. Die ist nicht so aufwendig wie die große Box. Und deswegen habe ich gedacht, ich mache es mal in klein. Da kann man schnell was Kleines unterbringen. Und wenn ihr aber sagt, ich möchte noch wirklich eine aufwendige große Tasche machen, die ich auch mit Süßigkeiten zum Beispiel oder mit vielen größeren Sachen oder einer größeren Süßigkeit oder so befüllen möchte und ich möchte lieber eine große Tasche machen, dann schaut auf jeden Fall in den zweiten Teil dieses Videos vorbei. Ich blende euch jetzt hier mal die Nummer ein, wann und bei welcher Minute ihr die große Box dann mit mir zusammen basteln könnt. Und das ist eben die Idee dahinter, dass ihr selber so eine schöne Blumenbox machen könnt. Und die geht natürlich auch nach oben, nach außen und hat oben diese schöne Rundung. Der einzige Unterschied zu dieser Tasche, die ich hier eine davon habe ich leider zerlegen müssen, die seht ihr später noch im Video, damit ich weiß, wie das funktioniert. Der Unterschied ist eben die Henkel. Die Henkel sind hier aus Papier und hier sind sie aus Stoff, aus dem Stoffband. Das ist einfach ein bisschen leichter im Zusammenbauen. Aber das zeige ich euch. Ich zeige euch auch die Idee mit den Henkelchen aus Tonpapier. Genau, jetzt viel Spaß bei diesem Video. Okay, was ihr dazu braucht, ist ein Farbkarton. Ich nehme jetzt hier einmal die Farbe Lindgrün, einfach weil ich es zu meiner schönen Karte passend machen will. Das hat diese Bestellnummer. Ihr braucht nachher auch vielleicht für die Deko noch ein bisschen Grundweiß oder noch ein bisschen mehr Farbkarton. Je nachdem, wie ihr das farblich gestalten wollt, das machen wir dann nachher. Aber die Grundkarte ist diese Karte, die ihr aus einem ganz normalen A4-Papier machen könnt mit dem Maß 21 x 21 cm. Und jetzt schnappe ich mir mein Falzbein und falze mir das einmal außenrum bei 7 cm. Sprich, ich lege es hier bei 7 cm an, falze mir einmal außenrum, so habe ich ein Grundmaß von meiner Box unten dran bei 7 x 7 cm. Wenn ihr es größer haben wollt, auch nur ein bisschen größer, könnt ihr es einfach abwandeln und euch umrechnen. So ist quasi die Richtlinie. Ich richte mich nach diesem Innenmaß
möchte hier innen eine Grundfläche von 7 x 7 cm haben und so könnt ihr das natürlich auch vergrößern. Ich lege es jetzt bei 10,5 cm hier an und falze mir das Ganze noch einmal in der Mitte durch. Was ich jetzt ausprobieren wollte, also ich habe es mir bis jetzt immer komplett gefalzt. Jetzt möchte ich aber mal testen, dass ich wirklich nur ab der Falzlinie nach oben und nach unten falze, weil ich sonst hier unten diesen geraden Knick habe. Seht ihr das hier ein bisschen? Das fällt wahrscheinlich keinem auf. Ich kann auch was drüber kleben, ist gar nicht das Ding. Aber ich würde jetzt mal im Video testen, ob es auch funktioniert, wenn ich einfach nur hier an der Seite meine Muster mache. Die brauche ich nämlich an einer Seite. Das heißt, ich lege mir das jetzt hier an und falze mir das nur bis 7 cm. Hier bei 10,5 und hier jetzt nur bis 7 cm nach oben in meinem Fall oder von oben nach unten. Und dann hier von 14 cm, wenn ihr auch die symmetrische Einteilung habt, seht ihr das gleich. Bis runter. Wenn ihr es nicht habt, ihr habt ja meistens die Inch-Einteilung, dann falzt immer ein bisschen, schaut noch, kann ich noch ein bisschen, macht es wieder auf und wieder zu und dann seht ihr, wie weit ihr falzen könnt. Wahrscheinlich schwer zu sehen jetzt. Ah ja, okay. Also hier die Mitte lasse ich einfach aus. Hier unten geht es wieder weiter. Das ist so die Hälfte vom Papier. Was ich jetzt noch machen möchte, ist, dass ich mir hier außen meine Vierecke hier unten noch diagonal falten möchte. Auch nicht über die Mitte gehen, sondern nur meine vier äußeren Vierecke hier oben. Nur von dieser Überkreuzung hier bis raus an die Ecke. Und das mache ich jetzt auch im Prinzip ganz einfach. Ich zoome euch noch ein bisschen raus hier. Gucken, ob ich das... Ja genau, ich kriege es ganz rein. Ich lege mir jetzt diese Spitze hier oben und diese Spitze hier unten ganz gut genau in die Mitte von meiner Führungsrille ein und falze mir jetzt wieder hier nur diese Ecke nach außen. Da mache ich es jetzt auch so, dass ich immer wieder aufmache und gucke, wie weit kann ich noch, dass ich wirklich nur an diese Überkreuzung komme. Und das Ganze hier oben auch. Ja, ein bisschen kann ich noch. Noch ein bisschen. Wieder nur an diese Ecke. Drehe mir es nochmal weiter und mache es an meinen anderen beiden Seiten auch. Wieder genau einlegen und wieder nur bis zur Mitte falzen. Ja, da war es nicht ganz drin gelegen, aber jetzt sieht mein ganzes Papier so aus. Ich falze jetzt die Falzlinie mal nach, dann seht ihr das besser. Diese äußeren Ecken, die könnt ihr auch gleich so ein bisschen nach innen biegen eigentlich, weil die kommen nachher nach innen. Das heißt, ich biege mir diese Ecke so zusammen, dass sie dann nachher so nach innen geht. So. Ganz normal, das kennt man vielleicht auch von den Verpackungen. Und dann mache ich es noch so, dass ich diesen Bereich hier habe, wo ich auch nur diese äußeren Seiten habe, also nicht ganz bis zur Mitte geht, die falze ich mir auch noch einmal nach. Das werden dann nachher unsere Seitenelemente deswegen. Und jetzt hoffe ich, seht ihr die Falzlinien ganz gut. Ich bin mir nicht sicher, ob das gut genug ist. Ich würde es euch mal kurz aufmalen, dass ihr seht, wie das Ganze jetzt ausschaut. Das Ganze sieht jetzt so aus. Ich hoffe, hier erkennt man es etwas besser. Also wir haben diese diagonalen Falzlinien und einmal in der Mitte, nur an einer Seite, also nur an, nicht an beiden, sondern nur an einem, einmal angelegt. Und das ist in der Mitte das Blaue und das Rosane ist das Diagonale. So schaut jetzt euer Blatt Papier aus. Genau. Was ich jetzt noch gemacht habe, ist, dass ich einen Mittelpunkt brauche, damit ich weiß, wo ist die Mitte von meinem ganzen Papier. Ihr könnt natürlich die Falzlinien einfach nachziehen. Ihr könnt es natürlich auch so lassen, dass ihr das komplett durchzieht. Dann ist halt die Kiste unten ein bisschen mit Linien besetzt, was ja im Prinzip wurscht wäre und was man auch ausgleichen könnte, wenn es einen stört. Ich wollte es jetzt halt nicht machen diesmal, deswegen mache ich mir jetzt in der Mitte noch eine Markierung, wo meine Mitte ist. Und zwar... Mit dem Geodreieck geht es eigentlich am besten. Ich nehme gleich mal diese Falzlinien, die ich hier habe, als Hilfslinien, mache 10,5 und 10,5 und mache mir da einen kleinen Punkt in die Mitte, dass ich weiß, hier ist der Mittelpunkt. Und wenn ich jetzt das Geodreieck schon mal da habe, also ich habe mir jetzt die Mitte markiert, dann mache ich es auch so, dass ich mir an dieser Linie, die wir uns
nur an einer Seite gefalzt haben, eine Markierung setze, und zwar von meiner Mitte, also von diesem Teil hier, in diese Richtung. Bei 3,5 cm mache ich mir hier eine Markierung hin und auf der anderen Seite genauso, also von hier nach da 3,5 cm noch einen kleinen Punkt. Da machen wir uns dann nachher noch so kleine Seitenlaschen rein. Das ist dann nachher das hier. Ich denke, man sieht es. Da kommen so kleine Dreiecke rein. Und da kann man dieses Körbchen natürlich je nachdem mit mehr oder weniger füllen und hat hier noch so kleine Seitentaschen-Elemente. Und wir können die uns auch gleich verbinden. Und zwar möchte ich jetzt von dieser Ecke zu diesem Punkt und vom Punkt wieder in diese Ecke gehen und auf der anderen Seite genauso von der Ecke zum Punkt und vom Punkt zur Ecke. Dann nehme ich mir einfach meinen Aufhebhelfer, da gibt es ja auch dieses Falztool, oder ihr nehmt den Papierfalter, das geht genauso, und mache mir hier noch diese Linien als Verbindung, dass ich dann hier diese Seitenteile machen kann. Das war ein bisschen zu lang. Meine Punkte kann ich gleich noch wegradieren, aber nur die beiden äußeren, den in der Mitte, brauchen wir noch. So sieht das Ganze jetzt aus. Seht ihr diese zwei Dreiecke? Mal kurz zum besseren Verständnis. Also meine mittelgefalzte Linie markiere ich bei 3,5 hier und hier und verbinde dann diese beiden Ecken hier mit dieser roten Linie eingezeichnet zu diesen Dreiecksteilen. Und jetzt kommt der Clou von dieser Verpackung. Warum wird die Verpackung irgendwie gebogen, gewellt mit dieser schönen Form hier oben, diese gewellte Form? Ihr braucht jetzt einen Zirkel. Und ich mache es jetzt erstmal und dann erkläre ich es euch, weil ich habe hier ein Problem mit meinem Zirkel. Der ist nämlich ein bisschen ein Klump, also ein nicht ganz tolles Teil, und der macht mir manchmal Quatsch. Deswegen habe ich es jetzt mal erstmal aufgezeichnet und zeige es euch jetzt. Ihr stellt euch den Zirkel ein in der Größe von 10,5 cm. Das heißt, ihr möchtet von eurem Mittelpunkt einmal komplett außenrum euch einen Kreis zeichnen und dann geht ihr da einfach mit eurem Zirkel einmal rum. Wenn ihr auch so ein Teil habt wie ich, das wo irgendwie nicht stabil ist und ständig was anderes macht, als ich will, könnt ihr, wenn ihr euch das eingepiekst habt, in der Mitte einmal kurz testen, möglicherweise ein ganz kleines bisschen kleiner machen, ob ihr an allen Ecken so seid, dass ihr jetzt nicht über den Rand rauskommt, sondern dass es einfach schön passt und fast genau an den Rand geht. Genau. Und jetzt haben wir einen schönen Kreis. Ich bin ja ganz stolz, dass ich mein Zirkel geschafft habe. Ich kann meinen Mittelpunkt wegradieren. Und mache mir jetzt das Ganze einfach mit der Schere, schneide ich mir das Ganze jetzt einmal kurz aus. Du bist der Sommernacht und auch der Morgentau. Ohne dich wäre ich nicht ich. Du hältst meinen Rücken, wenn er bricht. Du machst das Salz wieder neu. Ich geb dir mein Ehrenwort. Bis zuletzt geb dir mein Ehrenwort. Bis zuletzt. Gib mein Bestes für dich, das verspreche ich. Gib dir mein Ehrenwort, Ehrenwort. Du machst, dass ich mich jeden Tag aufs Aufstehen freue. Du machst, dass keine Frage jemals offen bleibt. Ohne dich wär ich nicht ich. Du stärkst meinen Rücken, wenn er bricht. Du machst es alt wieder neu. So sieht das Wunderwerk jetzt aus. Also im Prinzip haben wir jetzt schon das Allermeiste geschafft. Was wir jetzt noch machen können, ist, dass wir unsere kleinen Ecken noch so ein bisschen biegen. Diese hier. Jetzt muss ich gerade nur überlegen, die kommen so nach innen. Also ich falte mir hier meinen Kreis und gebe dem Ganzen so ein bisschen die Richtung vor. Also ich nehme jetzt auch vielleicht meinen Papierfalter und mache da schöne klare Linien. Falte mir einfach diese Dreiecksfalzlinien noch ein bisschen nach. Seht ihr das? So sieht das jetzt aus. Nochmal, ich klappe es mir nochmal ein
da sieht man jetzt gar nichts. Ich gebe es mir so ein bisschen vor, drehe es mir dann um, damit ich es sehe und forme mir die dann hier so ein bisschen nach oben. Da kommt ihr jetzt halt einfach am besten hin, deswegen würde ich das an dieser Stelle machen. So, und jetzt klappe ich meine inzwischen runden Ecken einfach so ein, lege mir diese aufeinander, andere Seite genauso. Im Prinzip geht es schon von alleine so hin und habe jetzt meine schöne Box. So, hier oben auch, einfach innen reinbiegen, zusammenlegen. Und hier fehlt mir eine Hand, genauso. Also so sieht jetzt unsere Box in diesem Zustand aus. Jetzt ist ein bisschen die Frage, wie machen wir die Henkel? Bei dieser Tasche habe ich es so gemacht, da habe ich mir einfach die Henkel aus Tonpapier gemacht. Und bei der großen habe ich sie mir aus Band gemacht. Und ich glaube, dass diese Bandvariante einfacher ist. Von der kleinen Box habe ich so gemacht, dass ich mir Streifen geschnitten habe in 2 cm Breite. Wir machen jetzt mal einen zusammen. Ich nehme jetzt mal ein Reststück. Also ich habe mir ein Papier mit dem Maß 21 in der Länge genommen und mache es jetzt erstmal so, bevor ich das schneide, falze ich mir jetzt hier bei 1 cm, das lege ich mir hier bei 1 cm an, auf der rechten Seite, falze ich mir einmal die Linie, schiebe es mir weiter auf 2 cm und schneide es mir dann. Dann habe ich einen Streifen mit 2 cm und in der Mitte schön die Falzlinie und kann mir das jetzt so einmal in der Mitte zusammen falzen, mit dem Papierfalter nochmal nachfalzen. Dann nehme ich mir ein Ableißklebeband und klebe mir das Ganze einmal zusammen. So. Und was ich jetzt noch mache, ist, dass ich mir, also man macht, hat man hier so einen ganz leichten, minimalen Rand. Wenn ich ganz nah gehe, sieht man das. Das habe ich mir dann immer noch abgeschnitten, weil das würde mich irgendwie stören. Ich weiß nicht warum, da bin ich irgendwie pingelig. Also wenn ihr so einen minimalen Rand habt, so wie ich jetzt hier, dann schneidet ihr das jetzt am besten noch ab, weil jetzt kommt man noch gut hin. Und dann nehme ich mein Falzbein und ziehe mir das so schön drüber. Also schon richtig mit Kraft, dass das Ganze gebogen ist. Und dann kann ich mir die nachher hier so formen und hintackern. Wenn ihr euch das hintackern wollt, macht ihr es so, dass ihr euch das Ganze innen rein tackert. Seht ihr das? Also man sieht jetzt hier innen auch die Tackernadeln. Und zwar nehmt ihr diese Laschen, diese äußeren beiden Laschen und tackert die mit an. Ihr haltet euch das jetzt so hin, wie ihr das haben wollt. Guckt dabei, wo ist der Rand von außen, wo will ich den haben. So, ja, auf dieser Seite, oder ich mache es tatsächlich immer andersrum, dass es hier oben schön Rundung hat und nicht diesen kleinen Schlitz da. Keine Ahnung, das ist auch so, muss man nicht machen, aber kann man. Und dann legt ihr euch das hier komplett an. Diese ganze seitliche Lasche wird angelegt. Dann dieses Henkelelement und dann tackert ihr das euch jetzt hier an. Okay, wir sind ein bisschen im Gefummel. Bei der ersten Seite geht es immer noch ganz gut, bei der zweiten wird es noch fummeliger und da bei der vierten dann wird es noch fummeliger. Also das wäre eine Möglichkeit. Ich finde, es sieht sehr schön aus mit diesen Taschen, also Henkellaschen aus Papier, weil die halt so schön abstehen. Das macht sich schon sehr gut. Finde ich, sieht toll aus. Möchte ich aber jetzt aber noch die andere Variante zeigen mit den Knoten, weil da gibt es auch was zum Beachten. Deswegen werde ich es jetzt nicht hintackern. Und dann habe ich es so gemacht, man sieht natürlich diese Tackernadeln hier auf der Seite, da habe ich dann die Blume drüber dekoriert. Deswegen ist die Blume in diesem Fall oben und auf beiden Seiten, damit man die Tackernadeln nicht sieht. Ihr könnt es auch so machen, wenn ihr das hinbekommt, dass ihr euch den Henkel hier vorne macht und dann die Tackernadel drüber. Beachten, dass man das Hinterteil auch mittrifft. Und dann die Tackernadel einfach als Deko-Element natürlich hier vorne sehen würde. Wenn da hier Tackernadeln wären, wäre es vielleicht ganz cool vom Aussehen her. Dann müssten die aber auch ungefähr auf der gleichen Höhe sein. Das müsstet ihr euch anzeichnen. Das ist schon auch wieder ein Gepfiemel, würde ich sagen. Aber man kann es durchaus machen. Es sieht bestimmt schön aus. Und wenn ihr es jetzt so machen wollt, wie ich es euch jetzt zeige mit diesem Band, dann zeige ich euch jetzt, wie ich das angeklebt habe. Dazu
klebe ich mir jetzt nur diese eine Ecke an, klebe mir auf diese beiden ersten Laschen hier vorne einmal das Abreißklebeband auf und klebe mir das dann einfach hier vorne auf meine Vorder- oder meine Rückseite, die sind ja im Prinzip gleich. So. Wer jetzt möchte, kann sich das auch noch ankleben. Ich bin überlegen, ob ich es machen soll oder nicht. Ich mache jetzt mal kurz die andere Seite und gehe kurz in mich. Okay, die zweite Seite. Ihr seht auch wieder, hier habe ich das Klebeband aufgebracht. Direkt nebenan. Neben diesem großen Element und klebe mir das auch wieder genauso ein. Also zuerst diese Seite und dann die daneben. So, also in der Mitte trifft sich das so ein kleines bisschen, aber das macht nichts. Das sieht eigentlich sehr schön aus. Jetzt sieht die Box so aus. Ihr könnt es jetzt einfach so lassen und mit mir die Bänder machen. Oder ich probiere es jetzt einfach aus. Ich mache jetzt hier auch noch ein bisschen Kleber drauf auf diese beiden vorderen Flächen und auf diese beiden Flächen und klebe mir das nochmal zusammen. Und ja, ich sollte ein bisschen länger andrücken. Hier auch nochmal Kleber drauf und diese beiden Sachen auch nochmal zusammenkleben. Und dann ein bisschen aushalten, dass man warten muss, bis der Kleber getrocknet ist. Okay, jetzt ist die Box getrocknet, sieht so aus. Und jetzt machen wir die Henkel eben mit diesem Band. Nehmt einfach was, was von der Farbe jetzt gut zu eurer Grundbox oder auch zu eurer Karte passt. Ich kann euch das auch gerne mal abmessen, wie viel das jetzt ist bei mir. Aber das ist besser, wenn ihr euch das eigentlich individuell ausmesst. Also das sind jetzt, ja, fast 45 cm hat es jetzt. Mache ich mir zweimal, gleiche Länge. Bei meiner großen Box musste ich zweimal knöpfen, weil ich so große Löcher gemacht habe. Brauche ich jetzt nicht, weil jetzt mache ich kleinere Löcher rein, aber das ist ja nicht zu kurz, weil da ärgert man sich dann. Ich nehme jetzt hier einfach die Cropper Dial Lochstanze und nehme jetzt dieses Mal nicht diese große, die hat da zwei. Ich habe bei der großen Box diese genommen, die große, aber ich nehme jetzt die kleine, weil die, da knöte ich mich sonst zu Tode. Und da mache ich hier Pi mal Daumen meine Löcher rein, wobei ich habe so ein dickes Band, da wird es wahrscheinlich wieder zu klein sein, das schauen wir jetzt aber mal. Und bleibt da ungefähr Augenmaß 1 cm weit weg und guckt, dass das ungefähr die gleiche Höhe ist. Und das mache ich auf der anderen Seite auch gleich. Oder soll ich noch warten und erstmal gucken, ob das Band da überhaupt durchpasst? Naja, machen wir mal gleich die ganzen Löcher rein. So. Also jetzt fummel ich mal kurz das Band da durch und mal gucken, ob das funktioniert. Wird schon gehen, oder? Eieieiei. Es geht. Wenn ihr das Große macht, dann müsst ihr halt zwei Knöpfe machen, also zwei Knoten. Jetzt mache ich es hier so, dass ich hoffentlich nur einen Knoten brauche. Ja, das ist viel besser. Also ich habe jetzt bei meiner großen Box das Problem gehabt, dass das Loch so groß war und ich immer Doppelknoten machen musste. Und das war so nervig, muss ich gestehen. Und jetzt habe ich die schlaue Idee gehabt, dass ich hier einfach nur einen Knoten mache und halt dieses Löchlein kleiner. Und dann ist es schon gar nicht mehr so schlimm. Wir brauchen jetzt nämlich außen einen Knoten und innen einen Knoten. Vor allem dann, wenn ihr das nicht klebt. Innen, dieses zweite Mal kleben. Wenn ihr das nicht macht, und ich wollte euch jetzt so zeigen, wie es dann ist. Dann braucht ihr innen auch noch einen Knoten. Den müsst ihr euch so ganz nah hinschieben, damit das Ganze zusammengehalten wird. Stellt euch vor, ihr habt es nicht angeklebt, dann klappt es so auseinander und mit dem Knoten fixiert ihr das Ganze. Und dann habe ich eben so eine Schlaufe mir gelegt. Auf eine bestimmte Größe habe mir nochmal einen Knoten, damals eben den Doppelknoten gemacht. Und bin dann nochmal von innen nach außen gegangen. Und das war schon irgendwie nervig, muss ich sagen. Deswegen wollte ich das jetzt schöner machen. Das ist jetzt die bessere Lösung. Man muss ja viel lernen mit seinen Sachen. Und hier lasst ihr euch bitte noch einen guten Platz frei, dass ihr auch von außen noch einen Knoten machen könnt. So, Innenknoten einmal durchziehen, fixieren, habe ich eine schöne Länge von meinem Schlaufenband und mache mir da außen auch noch einen Knoten. Und wenn das jetzt zu kurz ist, jetzt passt bei mir genau, dann ärgert man sich halt. Und deswegen wollte ich euch das im Video jetzt ganz genau zeigen. Vielleicht denkt ihr, oh Gott, was hat sie denn mit den Knoten? Das ist doch kein Problem. Aber es war bei dieser großen Verpackung ein riesen Hin und Her und Gefummel und zweimal abschneiden und nochmal abschneiden und Band zu kurz und Band. Ach, das war einfach ärgerlich. Deswegen, ja, damit ihr nicht so einen Ärger habt, wollte ich euch das natürlich schön machen und genau erklären. Wenn man sich vielleicht wundert, warum ich das jetzt so zum Thema mache, aber
Ich finde, es sieht toll aus mit so Henkelchen auch aus Stoff. Ich mache das jetzt auch noch auf der anderen Seite. Wenn ihr euch das zusammenklebt, braucht ihr diese Innenknoten nicht machen. Das würde ich euch fast empfehlen, dann habt ihr noch einen Arbeitsschritt weniger. Aber wie gesagt, bei der großen Box fand ich es jetzt besser. Und das Ganze nochmal. Genau, und dass es von der Farbe her jetzt auch zu unserer Karte passt oder zu meinem letzten Video auch, nehme ich jetzt auch wieder die gleichen Farben. Einmal Osterglocke, Pfauengrün und Lindgrün für die Dekoration. Ich habe schon ein bisschen was vorbereitet. Also die beiden Blätter habe ich schon mal in Lindgrün aufgestempelt und die große Blüte ist schon mal in Pfauengrün gestempelt. Und jetzt mache ich nur noch die kleine in Osterglocke. Ja, genau. Und kann mir das jetzt alles zusammen ausstanzen. Aber ich wollte natürlich auch ein bisschen was mit euch stempeln. Auch wenn es nur ganz klein wenig ist heute. Wisst ja grundsätzlich, wie man stempelt natürlich. Aber ja, so ein bisschen. Stempeln muss schon in jedem Video sein eigentlich. Genau, und jetzt stempel ich mir noch kurz meine Blätter und meine Blüte aus, damit ich die dann super als Dekoration für meine Tasche außenrum nutzen kann. Und natürlich könnt ihr euch auch Sprüche aufstempeln und ausstanzen und draufkleben oder noch ein Anhängerchen, Etikett. Also da seid ihr natürlich total frei. So, ja, vielleicht sollte ich euch noch kurz meine Stanzen und mein Stempelset vorstellen. Das liegt daran, dass ich gerade eben das andere Video aufgenommen hatte. Also ich habe heute ein bisschen Videotag und deswegen habe ich natürlich nicht dran gedacht, dass ich euch natürlich auch gleich das Stempel- und Stanzset zeige. Florale Freundschaft heißt es, ein totaler Zungenbrecher. Das Stempelset hat diese Bestellnummer. Ihr findet das Ganze nicht im Katalog, sondern nur in der Rubrik Online-Exklusiv im Online-Shop. Und die Stanzformen heißen, glaube ich, genauso. Muss ich nochmal sagen. Florale Freundschaft. Hätten diese Nummer und als Kombination gibt es eine Bestellnummer. Die blende ich euch jetzt auch unten ein. Dann könnt ihr das auch als Bundle bestellen. Und da würdet ihr euch 10% sparen gegenüber dem Einzelkauf. Genau, das ist jetzt so unsere Deko. Braucht man gar nicht viel. Wie gesagt, noch einen Spruch, wenn ihr wollt. Dann können wir uns das Ganze schon mal auf unsere Box kleben. Oder auf unsere Tasche. Eigentlich ist es ja eine Tasche. Und diesmal natürlich nicht oben hin, weil wir müssen nichts verstecken. Sondern weiter runter. Jetzt habe ich nur das in Lindgrün gemacht und mein Band ist Celadon. Aber ich hatte jetzt kein anderes Band. Ich habe kein Band in Lindgrün. Und das passt irgendwie auch ganz schön von der Farbe. Okay. Das könnte ich mir hier gut vorstellen. Aber es ist schon mächtig. Also ich würde die große Blüte fast nicht da unten hin. Deswegen schneide ich mir die jetzt noch ein bisschen zu. Das kann man nämlich hier eigentlich ganz gut machen. Dass man hier einfach so ein bisschen nur die innere Blüte verwendet und nicht die äußere auch noch mit. Oder das heißt, man kann diese Blüte ganz gut in eine kleinere Blüte verwandeln. Aber so finde ich es schöner. Das ist nicht ganz so groß. Dazu die großen Blätter. Ja, die passen schon. Und dann klebe ich mir das Ganze einmal an. Was ich hier jetzt noch ganz gut gemacht hätte, finde ich, wäre, wenn wir uns die Tüte vorher ein bisschen bestempelt hätten. Achtung, hier unten nicht zu weit runtergehen, dass das hier gerade so abschließt. Sonst steht es unten über, dann steht die Box nicht mehr. Für die Blume nämlich ein Abstandsklebepad. Und auf der anderen Seite machen wir da die ganze. Bei der gelben geht es, finde ich, die ist ein bisschen, wobei die können wir auch noch mehr. Ich glaube, die mache ich auch noch ein bisschen kleiner. Man sieht zwar immer noch so ein bisschen diese geschmückten Ränder hier. Vielleicht wäre es gescheiter, wenn ich das jetzt wirklich direkt am Stempelabdruck ausschneide und nicht mit weißem Rand. Halt, da können wir auch innen reingehen. Ich glaube, das finde ich fast ein bisschen schöner, wenn man es jetzt direkt am Rand abschneidet. Ich bin ja momentan wieder fleißig am Video vordrehen. Das habe ich ja jetzt lange Zeit nicht geschafft. Und da ist es ganz praktisch, weil an dieser Stelle weiß ich schon, wie das nächste Video ist. Oder eines der nächsten. Man weiß ja noch nicht genau, wann man es veröffentlicht. Aber eines der nächsten hat auch so eine kleine geschnittene Blüte. Die sieht so aus. Ist auch eine Verpackung. Die kann was. Hier oben ist noch ein kleines Zauberelement. Da dürft ihr euch überraschen lassen.
Gibt es auch in mehreren Formen, zeige ich euch da. Und da gibt es natürlich auch bald ein Video dazu. Wenn es online ist, kann ich es euch hier schon mal verlinken. Aber dann kann ich schon mal ein bisschen Werbung machen für mein nächstes Video. Gefällt mir nicht. Das muss nur kleiner werden. Oje, die arme Blume. Vielleicht hätte ich es einfach lassen sollen. Komisch, dass mir dann die auf der anderen Box so gut gefallen hat, wenn mir die jetzt nicht so gut gefällt. Warum ist das so? Vielleicht ist das jetzt hier der Dreh. Besser. Ja, besser. Okay, jetzt auch noch ankleben. Und dann darf noch ein bisschen Glitzer drauf, würde ich sagen, auf die Box. Und dann haben wir die Dekoration schon fertig. Wie gesagt, einen Spruch gerne. Ich warte jetzt mal noch mal im Spruch, weil ich noch nicht genau weiß, für was es ist. Ich habe mal hier eine kleine süße Blumenbox mit zwei Blümchen auf jeder Seite. Das muss ich noch mal kurz nachschneiden. Das passt nicht ganz. Ich glaube, das ist schöner, wenn ich das auch ohne Rand schneide, weil da sieht man immer, dass der Stempel eigentlich noch weitergeht und das ist es noch nicht. Okay, ich finde, es muss noch ein bisschen was drauf. Es ist noch nicht ganz so, wie ich es haben will. Deswegen schnappe ich mir jetzt mal zwei Fingerschwämmchen. Und da kann man ruhig so ein bisschen reiben auch. Also ganz vorsichtig, aber schon, dass es so alles ein bisschen Farbe bekommt. Das finde ich jetzt hier ganz schön. Beim Faungrün, oh, da wird es jetzt spannend, da in der Mitte ganz zart. Ganz vorsichtig von in der Mitte nach außen gehen, dass es nicht so fleckig wird. Macht sich auch ganz gut, oder? Jetzt gucke ich gerade. Ich glaube, ich werde hier... Da gibt es diese wunderschönen Paletten passend dazu. Die heißen Lose Akzente in satinierter Glasoptik. Schimmern wunderschön und sind echt toll. Die haben diese Bestellnummer. Die werde ich da jetzt auch noch ein bisschen verteilen, damit es noch so ein bisschen mehr Glitzy gibt. Und vorher mache ich noch ein kleines bisschen Wink of Stella drauf. Ich finde, das darf jetzt auch nicht fehlen. Hier dürfen wir schon... Die Box ist an sich sehr schlicht, die hätte ich vielleicht noch ein bisschen bestempeln sollen und da finde ich, kann man schon noch ein bisschen Glitzer unterbringen, ganz zart. Und eben noch ein paar Perlchen, also da darf schon noch was drauf. Fertig ist sie. So geht es mir jetzt ganz gut, oder? Wenn man jetzt hier die Bänderchen noch schön ausrichtet, finde ich, ist das eine ganz süße kleine Tasche. Finde die echt nett. Könnt mir da guten Spruch noch vorstellen, der das so ganz zart dazu gehört. Und dann kann man da ein kleines Blümchen auch reinmachen. Ich glaube, so ein kleiner Topf würde auch ganz gut reinpassen. Oder wie gesagt, Süßigkeiten, Gutschein. Da findet ihr immer was, wo man schön verpacken möchte, oder? Also das sind jetzt diese kleinen Boxen. Zu guter Letzt noch die Erklärung für die große Box. Ich würde jetzt tatsächlich anfangen bei diesen Henkeln. Die haben nämlich das doppelte Maß. Und zwar sind die 4 cm und in der Mitte bei 2 cm gefalzt. Ich messe nochmal nach, dass ich keinen Quatsch erzähle. Genau, und in der Länge sind die einfach auf einen DIN A4, auf eine DIN A4 Länge. Ich glaube, es sind 29,4 cm oder 0,5. Also die Länge von einem DIN A4 Papier einfach bei 4 cm gekürzt und falzt euch gerne vorher bei 2 cm, dann tut man sich leichter und dann hat man diese schönen Henkelchen aus Papier. Jetzt möchte ich euch gerne erklären, wie ich diese große Box gemacht habe und ich habe schon angefangen damit gerade das alles zu erklären, aber es ist uferlos geworden. Ich glaube, ich bastel es einfach einmal mit euch zusammen und dann ist es vielleicht besser erklärt. Ich habe es echt versucht, aber ich habe nämlich da richtig schön eine Vorlage gemacht, wie man das Ganze machen muss. Aber so komme ich nicht klar. Dann haben wir irgendwelche Punkte und Linien und so. Das wird nichts, deswegen jetzt bastle ich es mit euch zusammen und dann hoffe ich, passt es auch. Kurze Erklärung. Die große Box ist ein ganz kleines bisschen anders als die kleine. Da ist es nicht so ganz so einfach wie bei der kleineren Box, einfach mit dem Zirkel außenrum. Sondern die habe ich ein bisschen anders gemacht, weil ich wollte, dass diese Formen hier nach oben gehend breiter werden. Und so können wir keine einfachen Linien ziehen, sondern wir müssen uns alles markieren, weil das ja dann am Ende so sein soll, dass das hier schön diese Wölbung noch ein bisschen deutlicher hat, weil es von unten nach oben an dieser Seite nach außen geht. Okay? Ich hoffe, das versteht man. Natürlich hat die kleine Box das auch ein bisschen, diese Wölbung hier oben, aber dieser Bereich ist gleich. Und das ist so der kleine Clou bei der großen.
und dieses kleine Besonderheit, wo es noch schöner macht und auch noch aufwendiger, dass die halt schön hier oben nach außen geht. Man kriegt noch mehr unter, im Blumentopf passt da super rein und hat eben diese tolle Form, dass die nach oben größer wird. Und es ist halt das Besondere und deswegen wird es noch ein bisschen aufwendiger. Also wenn ihr Lust habt, bleibt gerne dran. Ich hoffe, ich kann es euch gut erklären. Grundsätzlich schnappe ich mir jetzt ein Papier, das stabiler ist. Also ich habe auch hier ein dickes, stabiles Papier genommen mit so einer Beglitzerung drauf. Das nehme ich jetzt auch. Es ist aus dem gleichen Set und ist jetzt in Faungrün witzigerweise auch. Ich habe da noch Papier von früher. Ist das, das ist einfach fester. Ist ein bisschen stabiler. Wenn ihr dann nämlich wirklich einen Blumentopf verschenken wollt, habt ihr bei diesem Element innen so eine Folie drin, dass da natürlich mit dem Wasser oder mit der Erde nichts passiert. Und deswegen habe ich gedacht, passt das auch ganz gut, wenn wir hier so ein stabileres Papier nehmen. Das allererste, was ich mache, ist, dass ich mir das Papier einmal in der Mitte falze. Okay? Hoppala. Vielleicht sollte ich noch ein bisschen mehr Platz machen. Mal gucken, ob es auch so geht. Also das mache ich jetzt. Ich muss hier insgesamt sehr, sehr ordentlich arbeiten. Also ich werde vielleicht zwischendurch mal ein bisschen ruhig sein, weil ich mich konzentrieren muss, dass ich hier alles ordentlich mache. Und das, was ich jetzt mache, ist, ich orientiere mich eigentlich fast die ganze Zeit an dieser mittleren Falzlinie. Das ist mein A und O. Genau. Ich nehme mir jetzt auf jeden Fall ein Geodreieck, denn auch mein Geodreieck ist sehr wichtig mit dieser mittleren Linie. Da orientiere ich mich sehr dran. Ich brauche jetzt auf jeden Fall den Mittelpunkt von meinem ganzen Papier. Das heißt, ich messe mir das Ganze einmal aus bei 15,25. Hier ist die Mitte von meinem Papier. Und jetzt setze ich mir hier um die Mitte rum einige Markierungen. So. Als erstes bleibe ich bei meiner gefalzten Linie, orientiere mich also komplett an der hier und gehe von meinem Mittelpunkt aus 3,5 cm nach rechts und nach links. Da mache ich mir zwei Markierungen hin. Dann drehe ich mir das Ganze so, dass meine gefalzte Mittellinie, an der ich mich immer noch orientieren muss, aber schwierig zu sehen ist die gerade hier bei mir, dass die jetzt so rumliegt sozusagen. Und markiere mir von meinem Mittelpunkt 3,5 cm wieder nach rechts und nach links. Jetzt habe ich in der Mitte hier so vier kleine Punkte, die ich mir verbinden möchte. Dazu nehme ich mir wieder mein Lineal, also ich bleibe dabei, orientiere mich an meiner mittleren Linie von meinem Geodreieck und an meiner Falzlinie, dies muss genau aufeinander liegen. Und jetzt mache ich so, dass ich mir das nicht mit einem Bleistift anzeichne, sondern gleich mein Falttool herrichte, weil jetzt mache ich gleich Falzlinien. Sonst muss ich es mir erst anzeichnen und dann wieder nachfalzen. Das kann ich jetzt gleich in einem Schritt machen. Und zwar gehe ich von meinem Mittelpunkt aus wieder nach rechts und links 3,5 cm. Das Ganze mache ich auch hier unten. Gehe an meine Markierung, orientiere mich daran, dass hier unten mein Lineal schön auf meiner Falzlinie aufliegt und gehe wieder nach rechts und links 3,5 cm. Dann lege ich mir mein Papier wieder so hin, dass meine Falzlinie hier waagrecht liegt und mache das Gleiche. Diesmal orientiere mich auch wieder an dieser Falzlinie, aber bei 3,5 cm am Lineal. Und habe natürlich hier diese kleine Markierung und gehe dann von dieser Markierung wieder 3,5 cm nach rechts und nach links. Somit verbinde ich mir diese Punkte und habe in der Mitte mein Element geschaffen, das dann am Ende wieder 7 × 7 cm hat. Das zeige ich euch gleich. Ich muss jetzt nur noch mal schnell die andere Linie machen. Ich orientiere mich auch wieder an der Falzlinie und gehe wieder von meiner Markierung 3,5 cm nach rechts und 3,5 cm nach links. Jetzt habe ich in der Mitte ein Viereck. Okay, ich zeige es euch jetzt mal hier an meinem Muster. Da sieht man es besser, da habe ich es euch eingezeichnet. Zuerst die Mitte, 3,5 nach oben, nach rechts, nach links, nach unten. Die Punkte gesetzt und dann hier von dieser Mitte wieder 3,5 nach da, nach oben, nach unten. Einmal außenrum, dann habe ich in der Mitte jetzt dieses Viereck. Okay, das ist mein Mittelpunkt und der Boden von meiner Tasche. Jetzt gehe ich mir von diesen Punkten, die ich mir hier angezeichnet habe, von allen nach außen 3,5 cm.
Hier orientiere ich mich genau an meiner Falzlinie. Das ist diese gefalzte Linie. Und hier nach oben und nach unten könnte man sich auch eine Falzlinie ganz zart anzeichnen. Ich will es nicht falzen unbedingt. Vielleicht macht es, also man soll es auf gar keinen Fall falzen, weil ihr sonst in eurem Frontbereich von eurer Tasche eine Falzlinie habt. Also das dürft ihr nicht machen. Wenn, dann mit Bleistift ganz zart die Mitte anzeichnen. Werde ich aber auch nicht machen, glaube ich. Ich werde mir, muss ich mal gucken. Jetzt mache ich erstmal hier an meiner Falzlinie nach oben 3,5 und hier nach oben 3,5 einen kleinen Punkt. Und damit kann ich mir jetzt mein Dreieck machen. Denn jetzt möchte ich diese Verbindung schaffen von meinem Viereck. Warum stellt er gar nicht scharf? Von meinem Viereck, wo ist es hier? Darüber. Das zeige ich euch an dieser Vorlage. Ich habe in der Mitte jetzt das Viereck gemacht und möchte jetzt dieses Dreieck formen. Das heißt, ich falze mir von diesem Punkt zu meiner Markierung und von diesem Punkt der Markierung wieder zu diesem. Aber nur an dieser gefalzten Linie, okay? Nach oben und nach unten machen wir uns nur eine Markierung und diese Dreiecke machen wir nur an dieser gefalzten Seite. Leider ist das hier alles weiß auf weiß. Ihr werdet das schlecht sehen. Aber ich glaube, es ist trotzdem einfacher, wie wenn ich es nur erkläre. Jetzt habe ich mir dieses Dreieck an beide Seiten gemacht und jetzt setze ich mir noch diese 3,5 cm nach hier, nach oben und nach unten. Und dadurch, dass ich eh schon mich an dieser Linie orientiere, um schön gerade zu bleiben, mache ich mir hier auch noch eine Markierung bei 9 cm, hier oben 9 cm. Von diesem Punkt aus, von meinem Mittelpunkt, also nicht von meinem ganzen Mittelpunkt, sondern von meinem Viereck, 9 cm nach hier oben, 9 cm nach hier unten, 9 cm nach hier oben und 9 cm nach hier. Da mache ich nur einen Bleistiftpunkt hin. Okay, das heißt, ich liege jetzt hier schon ganz schön auf, habe meinen 3,5 cm Punkt gemacht und mache jetzt noch meinen 9 cm Punkt. Hier lege ich mich auch ganz schön hin, ganz ordentlich. Schön gerade, mich orientieren an dieser gefalzten Linie bereits. Bin bei 3,5. Und bei 9 cm. Und jetzt gibt es noch eine letzte Markierung, die, glaube ich, noch einiges hilfreich ist. Aber dann ist, glaube ich, die Markiererei erstmal vorbei. Also ich habe jetzt hier meine 9 cm Punkte gemacht, ja. Von meinem inneren Viereck nach außen 9 cm, das an allen Seiten. Und jetzt gehe ich von diesen 9 cm in beide Richtungen. Also von meiner mittleren gefalzten Linie hier rüber. Und zwar wird das Ganze 5,5 cm sein. So rüber geht mir da. 5,5 cm. Mache mir da wieder so einen kleinen Punkt hin. Und mache das auch an allen vier Seiten. Ich würde es jetzt nochmal ganz kurz Schritt für Schritt wiederholen und dann können wir weitermachen, damit das wirklich klar ist. Als erstes falze ich mir beim Papier in der Mitte. An dieser Mittellinie orientiere ich mich für alle Linien, die ich mache und für alle Punkte, die ich als Markierung setze. Als erstes mache ich den ganz kompletten Mittelpunkt von meinem ganzen Papier. Okay, der ist bei 15,25 cm. Sprich, ich mache auf meine gefalzte Linie einen Mittelpunkt. Und das ist jetzt mein Ausgangspunkt für alles Weitere. Als erstes mache ich nach oben 3,5, nach rechts, nach unten und nach links 3,5. Dann habe ich hier, hier, hier und hier eine Markierung. Dann setze ich das an und mache mir in beide Richtungen wieder 3,5 cm. Hier rüber und hier rüber 3,5 cm. Und habe mir, das mache ich aber gleich mit einer Falzlinie, falze mir somit diese Linie. Und das Ganze mache ich einmal außen rum. Dann habe ich mein mittleres Viereck gefalzt.
Dann habe ich meine Markierungspunkte und setze von denen nochmal nach oben 3,5 cm nach rechts und nach links. Von diesem äußeren Markierungspunkt nach oben und nach unten. Also ich orientiere mich jetzt nicht an meiner ganz mittleren, an meinem mittleren Punkt, sondern an diesen Markierungen, die ich mir bereits gesetzt habe. 3,5 in alle Richtungen, wieder einen Punkt. Und weil ich schon dabei bin, mache ich auch gleich bis 9 cm. Das heißt, ich gehe von diesem bis zu diesem Punkt bei 3,5 cm und bis zu diesem Punkt hier unten bei 9 cm. Okay? Und das mache ich auch wieder. Die Punkte mache ich hier überall hin. Bei diesem großen Bereich, an meiner Falzlinie bei 3,5 und 9 cm gegenüberliegend und auch hier links. Dann mache ich mir noch eine Markierung von, das mache ich jetzt, zeige ich jetzt euch mal nochmal hier. Also ich habe hier 3,5 cm, dann habe ich hier 9 cm. Ich orientiere mich aber immer ab diesem Punkt und dann gehe ich noch nach hier und hier bei 5,5 cm. Okay, da habe ich es euch angezeichnet. 5,5 cm in beide Richtungen. Ich habe hier meinen mittleren. Hier ist mein allermittelster Punkt von dem ganzen Blatt. 3,5 cm nach hier, das ist meine erste Markierung. 3,5 cm zu meiner zweiten Markierung. Von dieser Markierung bis zu dieser Markierung sind es 9 cm und dann geht es nach rechts und links 5,5 cm. Habe ich hier eine Markierung und hier eine Markierung. Und das mache ich auch nochmal komplett außenrum bei meinen ganzen vier großen Elementen. Und dann falzen wir uns noch das Dreieck, dieses Form und diese Form. Das mache ich aber nur zur Orientierung bei dieser gefalzten Linie, nicht bei diesen anderen beiden Elementen. Und jetzt sind wir an dem Punkt, wo wir jetzt weitermachen. Okay, also bis hierhin müsste das alles passen. Ich habe also ganz viele Punkte auf meinem Papier und ganz in der Mitte, leider sieht man es sehr schlecht, ist schon diese mittlere Viereck und die beiden Dreiecke gefalzt. Der Rest ist alles mit Bleistiftpunkten gemacht. Jetzt brauche ich einen Zirkel und den mache ich mir auf, meiner ist bei 7,9 cm vom Abstand hier. Also eigentlich 8 cm, ich habe ein bisschen minimal kleiner als 8 cm, 7,9. Und gehe an meinen Punkt hier. Und markiere mir vier Bereiche. Dieser Punkt ist dieser 3,5 cm Punkt. Den haben wir ja überall gemacht. Und wenn ich jetzt das hier so einmal mit dem Zirkel mache, von diesem Punkt aus, nochmal zur Orientierung, wo wir hier sind, dann müssten die Markierungen hier oben bei diesen 5,5 cm sein. Also hier drüben ist es ja angezeichnet. Ich gehe wieder auf meinen Punkt und müsste dann hier mit dem Zirkel auf meine zwei Punkte treffen. Ihr könnt euch an diesen Punkten orientieren, wie groß ihr euren Zirkel einstellt. Das mache ich jetzt auch wieder bei allen vier Bereichen. Und jetzt sieht mein Papier so aus, dass ich hier eine Rundung habe, hier eine Rundung, hier unten und hier. Und jetzt nehme ich mir diese 5,5 cm Punkte, wo jetzt diese Rundung hingeht. Ich halte es euch nochmal hier nah hin. Die nehme ich mir jetzt als Aushilfspunkte, um meine Seitenwände zu verlängern. Jeder Blitz, das ist schwierig zu erklären. Was ich jetzt gemacht habe, ist, dass ich die Verbindungen schaffe von meinem inneren Viereck, von meinem Boden, bis zu dieser 5 cm Markierung. Das heißt, ich ziehe diese Linie bis hier hoch und die gleiche Linie bis zum nächsten Mal 5,5 cm. Dann ziehe ich diese Linie bis 5,5 cm und diese Linie bis 5,5 cm. Diese Linie bis 5,5 und diese hier bis 5,5. Und noch diese hier 5,5. Und diese Linie bis 5,5. Das Ganze sieht jetzt so aus wie so eine große Blume. Wenn ihr an manchen Stellen so leicht neben eurem Kreis seid mit der Markierung, das macht nichts. Also orientiert euch an einem euren Punkt
und geht von eurem mittleren Viereckspunkt einfach zu dieser Markierung bei 5,5 cm nach außen. Und wenn der Kreis nicht ganz, ganz passt, aber hier bei mir sieht man es, da ist ein ganz schöner Abstand dazwischen, das ist halt mal so, ist okay. Das können wir uns nachher trotzdem so einschneiden, das merkt keiner mehr und das passt so. Also das ist mit dem Zirkel, also ich weiß, vielleicht liegt es auch einfach an meinem Zirkel, weil der sich ständig verstellt. Also den kann man nicht irgendwie festmachen richtig, der wird immer ein bisschen kleiner, ein bisschen größer. Das ist irgendwie nervig, aber ich kann es nicht ändern. Ich habe jetzt nur den da und deswegen ist das immer so ein bisschen, vielleicht liegt es auch daran, aber vielleicht hat man sich auch minimal um einen Millimeter vermessen, aber das macht nichts. Das will ich damit nur sagen. Und jetzt müssen wir eigentlich nur noch eins machen. Wir haben jetzt noch dieses Viereck in der Mitte und müssen uns noch ganz nach außen, bis zu unserer großen Ecke hier außen, einmal die Faltlinien ziehen an allen Vierecken. Ich nehme jetzt als Orientierung wirklich hier außen diese Kante von meinem Papier. Dann haben wir hier die Mitte ganz gut. Sieht man das? Das mache ich an allen Vierecken. Und dann, ihr Lieben, haben wir alles geschafft, glaube ich. Ihr seht das jetzt nicht. Hier sind die allerletzten Linien, die wir uns noch nachfalzen müssen. Ich habe mir natürlich hier die Rundung schon abgeschnitten, deswegen sieht man das nicht mehr so gut. Also ich mache einfach die Verlängerung hier an meinen vier Ecken zwischen diesen beiden Seitenteilen und der Front- und der Rückseite, dass ich mir die noch raus in die Ecke verlängere mit Falzlinien. Man könnte es sich anzeichnen bei 5 cm, aber ich glaube, so ist es am einfachsten mit der Falzung gleich in die Ecke raus. Und jetzt schnappen wir uns einen Schneider, eine Schere. Das Video ist heftig geworden für mich. Und schneiden, ich würde tatsächlich sagen, freie Schnauze, unsere Rundungen nach und bei diesen seitlichen Ecken einfach gerade rüber. Ich zeige euch, was ich meine. Ich schneide mir jetzt hier einfach von meiner Rundung bis zu meiner nächsten Rundung gerade rüber. Dann wieder eine Rundung schneiden. Gerade rüber. Wieder eine Rundung schneiden. Hier passt es nämlich perfekt mit der Rundung und der Markierung zusammen, aber es hat nicht überall geklappt. Wieder gerade drüber schneiden und nochmal die letzte Rundung nachschneiden. Und dann habe ich hier so ein komisch geformtes Etwas mit ganz vielen Punkten und ganz vielen Linien und ja, das ist eigentlich das ganze Wunderwerk. Ja, ich glaube, ich radiere mir jetzt alle Punkte erstmal weg und jetzt wird fleißig gefalzt. Und zwar möchte ich diese Seitenelemente nach innen falzen. Ich mache das jetzt einfach mal, damit ihr jetzt seht, von was ich rede, weil vielleicht sieht man dann die Falzlinien auch endlich gescheit. Ich mache alles sehr, sehr vorsichtig erstmal. Also ich falze eigentlich erstmal alle Linien nach, gehe mir hier mit dem Finger immer dagegen, dass es so ein bisschen... Ja, einfach, dass man die Falzlinien langsam, aber sicher ein bisschen Form bekommen. Ich mache mir jetzt erstmal diese großen Vorder-, Rückseiten- und Seitenteile. Und diese Zwischenbereiche, also ihr seht jetzt vielleicht, ich glaube, jetzt sieht man es viel, viel besser. Okay, wir haben hier in der Mitte die komplett gefaltene Linie. Dann haben wir hier Front und Rückseite, das sind die beiden Seitenteile und das sind diese Zwischenbereiche. Okay, damit ihr wisst, was ich meine. Diese Zwischenbereiche zwischen unserem Seitenteil und der Rückseite oder Vorderseite, je nachdem, was man dann am Ende draus macht, diese Teile werden nach innen gefalzt. Das heißt, ich falze mir das jetzt mal so hin und drücke mir mit der Hand vorsichtig diesen mittleren Falz. An den kommt man ein bisschen schlecht hin, dagegen. Ich könnte es auch nochmal in die andere Richtung einmal zur Probe falzen, dass man die Linie besser sehen kann, weil dann kommt es hier auch ein bisschen besser rein. Okay, also das ist so
also mit dickem Papier wie jetzt meinem nicht ganz so einfach, aber das kriegt man hin. Vor allem hat man da ein bisschen Platz zum Üben. Man muss das nämlich gleich viermal machen. Seht ihr, das wird so nach innen gemacht. Dann hat man diese Ecke nach innen gefalzt. Das mache ich jetzt bei allen. Und ich glaube, an dieser Stelle geht es tatsächlich schon so weiter, wie wir es kennen. Aber das teste ich jetzt erstmal aus. So, jetzt habe ich hier meine vier Laschen. Seht ihr das? Das sind dann die, die hinter meine Front- und Rückseite kommen. So wird das Ganze dann nachher zusammengebaut. Das ist dann genauso wie bei der kleinen Box. Und das Einzige, was ich mir jetzt noch falzen muss, sind meine beiden Seitenelemente. Und die, da habe ich ja die Grundlinie sowieso schon. Da habe ich jetzt noch diese kleinen Dreiecke, die ich noch nachfalten möchte. Und das mache ich auch so, dass ich das von innen halte mit meinen Fingernägeln und von außen so ein bisschen gegendrücke bei beiden Seiten. Und dann kann ich das Ganze so hinknicken, wie es eigentlich gehört, nämlich so nach außen. Und hier außen mit dem Papierfalter gegendrücken. Da sehe ich jetzt meine Falzlinie nämlich. Und dann wird das nachher so zusammengebaut, okay? Hier habe ich das Seitenelement. So kommt das Ganze dann zusammen. Diese beiden Teile kommen hinter Vorder- und Rückseite und das Seitenelement klappt sich dann so zusammen. Das gleiche nochmal an der anderen Seite. Erstmal so ein bisschen vorfalzen, dass man auf der Rückseite die Falzlinien erkennt und dann von außen mit einem Papierfalter dagegen drücken. Da auch ein bisschen vorsichtig sein, auch bei dicken Papier, das kann da auch ganz schnell ein bisschen einreißen. Und die Box ist grundstabil fertig, nenne ich es jetzt mal. So sieht die jetzt aus. So funktioniert die super und ist befüllbar. Jetzt kommt nur noch das Gefummel mit den Bändern, Dekoration, bisschen zusammenkleben und dann seid ihr genauso fertig wie mit der kleinen Box auch. Also da geht es jetzt genauso weiter wie im vorderen Teil des Videos mit der ganzen Box zusammenbauen und mit den Bändern hier reinmachen. Das habe ich euch da genau gezeigt. Das muss ich jetzt nicht nochmal machen. Aber so könnt ihr diese Grundbox bauen. Ich zeige euch auch nochmal die Vorlage mit allen Maßen. Ich lege die jetzt hier so ins Bild, so nah wie möglich und doch kriege ich gar nicht alles drauf, was man da beachten muss. Aber ich hoffe, ich habe es ganz genau erklärt. Es war jetzt ganz gut, dass ich mitgebastelt habe, aber das war nur zum Erklären zu wenig, aber leider hat man die Falzlinie nicht gesehen. Aber ihr seht, so funktioniert das Ganze und so habt ihr diesen wunderbaren, schön geformten Rand hier. Und dass es nach oben geht. Ihr könnt es euch natürlich auch leichter machen und in diesen großen Maßen ausrechnen, dass ihr gerade runterfalzt. Aber ich wollte euch einfach mal noch zeigen, dass es halt auch noch ein bisschen edler geht. Das ist die schnellere Variante und das ist die halt noch edlere, aufwendigere Variante. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Nachbasteln. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr mir einen Daumen nach oben gebt. Und wenn es euch richtig gut gefallen hat und ihr gerne mehr von meinen Videos sehen wollt, dann abonniert gerne den Kanal, drückt dabei auf die Glocke und werdet dann immer kostenlos informiert, wenn ich ein neues Video hochlade. Viel Spaß beim Nachwerkeln. Greift sie ruhig an, die große Box ist wirklich toll. Und ja, kreativiert was Neues. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!